Willkommen zurück zum neuen Part von Let's Play Paper Mario. Wir haben das letzte Mal erfolgreich Blöcke geholt, um uns jetzt erfolgreich gegen diese Dinger hier wehren zu können. Das ist zumindest mal meine Taktik, auf die ich jetzt einfach mal gehe. Schauen wir mal, wie gut es funktioniert. Wir haben das letzte Mal so eine Erfahrung, dass wir wieder haben, war, doch springen irgendwas nutzt, weil die halt dieses Dach anhaben. Deswegen gehen wir auf Items und setzen taktvoll einfach mal so einen Powerblock an, weil ich der Meinung bin, dass der hier durchaus am sinnvollsten ist. Und dass mir damit Rest einfach, wie ihr sehen könnt, in die, ja, ins Everexicken können, so, hat da ganz gut geklappt. Schön. Die Taktik war das mal sehr sinnvoll. Was passiert hier? Ein Erdbeben. Aber das Tor geht auf. Und das ist die Hauptsache. Wir können weiter. Das ist doch sehr schön. So. Und hier haben wir wohl erfolgreich den ersten Griff gemacht. Heißt, wir können hier jetzt nochmal volle Kanne 1 draufhauen. So, wir wechseln eventuell an dieser Stelle, weil es sinnvoller ist, dass wir zuerst auf ihn hier drauf gehen. Und dann kann ich nämlich mit meinem Hammer den hier gleich erledigen. Dann ist der nämlich mal weg. Dann können wir hoffentlich jetzt gleich nochmal. Ich wollte mich eigentlich ducken, aber okay. Nochmal zurückwechseln. Weil jetzt können wir nämlich mit dem Hammer dem hier auch eins draufhauen, wie es auch sein soll. Dann ist der auch weg. Gut, war wieder unnötig, dass wir zwei Leben verloren haben, aber so schnell kann es halt leider passieren. Wenn alles aufpasst. Es ist noch im Rahmen. I guess, es ist noch komplett im Rahmen und wir kommen direkt wieder das Leben zurück. Danke. Du hast zwei, ist ja crazy. Und eine Feuerblume, jawohl. Weiß man auch nie, wenn man die tatsächlich mal gebrauchen könnte. Und hier gibt es noch ein weiteres Leben für 5 Münzen. Kann man das auch ihr anrechnen? Die Sprünge gegen diesen Erzblock werden Mario und seine Mitstreiter erfrisst. Okay. Das klappt allerdings nicht, wenn Mario nicht genügend Münzen hat und die KP und BP schon befüllt sind. Okay, gut, da passt es bei mir nicht. Macht nichts. Das heißt aber, dass irgendwas Gruseliges jetzt bevorsteht. Sonst wäre dieser Block jetzt nicht da. Gut, dass wir gespeichert haben, weil ich glaube, jetzt kommt was Böses auf uns zu ab. Das wird ein Eindruck. Ich glaube, bisschen Sis. Schauen wir uns doch erstmal das Teil hier an. Und schon wieder rotiert die Erde. Boah, wie schön. Wieder Besucher an diesen Mauern zu sehen. Du bist bestimmt auf der Suche nach dem Sonnenschlüssel und dem Mondschlüssel. Nun, wenn das so ist, musst du gegen mich zum Kampf antreten. Solltest du gewinnen, so gebe ich dir den Weg zu beiden Schlüsseln frei. Solltest du aber verlieren, so wartet dich ein grausames Schicksal. Ein wahrhaft extrem grausames Schicksal. Hohohohoho. So, alles klar. Das nehmen wir natürlich gerne an. So sei es denn. Es gibt kein Entkommen mehr für das. Ihr seid halt unten angezeigt, bei diesem Kampf kann man nicht fliehen. Ui, okay, eine Talkshow. Der hat es anders erwartet. Es ist soweit, Zeit für das große Geröllburg-Quiz. Ach du Heilige, das war ein Quiz nie gut. Du siegst, wenn du auf 5 der folgenden Fragen richtig antworten kannst. Wenn du aber 3 Fehler machst, bist du ganz und gar raus. Oh nein. Kommen wir zur Frage 1. Wessen Satz bergen die Mauern der Geröllburg? Sonnenschlüssel, Sternjuwelen, Prinzessin Peach, du dieses Unterwäsche. Boah, das war, ey, aber ohne Scheiß. Also, dieses Unterwäsche auf jeden Fall nicht, Prinzessin Peach auch nicht. Die Schlüssel hat man gebraucht. Aber die hat man auch nur gebraucht, um Sternjuwelen zu holen, oder? Ich hoffe es mal, dass es das ist. Dass sie nicht allzu dumm sind. Bin mir sicher. Oh, ich bin ja auch dumm. Natürlich, das wären die Schlüssel gewesen, ne? Okay. Ich bin dumm, reden wir nicht darüber. Das wird immer schlimmer. Boah, also die Feuerblume war 8 und der Pilz war 4.
Also müssten es Wolf sein. Bitte. Besser ist es. Ey, ich hab mich so genervt, dass die erste Frage immer falsch hat. Gut, das war die letzte Frage, jetzt wird es schwierig. Es geht weiter. Also das erste ärgert mich so, dass es so dumm ist. Das war klar, dass es das sein Schlüssel ist, ey. Aber okay, man leckt halt, man macht es mal dumm. Wie heißt der Bürgermeister von Blütenweiler? Das war der Gerkub. Oder der Cooperis? Ich hätte das nicht nachsehen, das ist fies. Sag, das ist der Gerkub. Ja, ich bin mir sicher. Nein! Ah, nee. Eieiei. Unschön. Wo ist das Sternjuwel? Auf jeden Fall nicht in Ruhling, nicht in Lugardersburg. Das hatten wir gerade schon. Dann Blütenweiler. Bitte. Na, hä? Okay, müssen die Monster passieren? Das war einfach nur dumm von mir. Einfach im Quiz verkacken. Ich bin wahrscheinlich der einzige Bär, der das schafft, ne? Weil die Fragen halt richtig einfach, ne? Das ist ja wieder so peinlich. Ärgere mich gerade zu sehr darüber. Ärgere mich gerade so unfassbar sehr darüber. Auch wenn das jetzt sehr einfach war. Ich ärgere mich drüber. Was? Du hast alle meine Kleinen besiegt? Ja, so sieht's aus. Gut, du hast gesiegt, also darfst du passieren. Ey, das ist so ein Scheiß mit dem Quiz. Das gibt's doch nicht, dass wir das so verkackt haben. Das ist mir so peinlich. Also erstmal safen. War richtig reingeschissen in diesem Quiz. Ey, das war so schlimm. Hat keiner gesehen, dass wir so schlecht in dem Quiz waren. Oh, ist ein bisschen wasserartig, hm? Ah, wir haben einen Multisprung erhalten, jawohl. Werden wohl auch früher oder später brauchen, ne? Ey, was für ein komisches Wesen. Hier ist wieder gar kein Bock. Den kann man auch erfolgreich vorbeigehen. Weil will mich den nicht unbedingt wippen, wenn es nicht sein muss. Was haben wir hier? Ein Sonnenschlüssel, jawohl. Ein Stein in Form der Sonne. Na gut, hier kommen wir jetzt in jedem Fall nicht drum weg. Also, dann lassen wir uns erstmal analysieren von der guten Gumprina, was wir hier eigentlich für komische Sachen vor uns haben. Weil die wollen mich nicht kennenlernen. Und schauen, was das ist. Das ist ein Fusi. Okay, ein Fusi sind mysteriös. Man weiß nie, was sie denken. KP 3, Angriffskraft 1, Verteidigung 0. Bei Angriff saugen sie es an dir fest und absorbieren deine KP. Ei, das ist nicht gut. Das erste Kommando zur Verteidigung führt wirst du aus, sobald sie es von dir lösen. Okay. Das ist, gefällt mir gerade alles gar nichts. Wie viel haben wir denn davon noch? 1, 2, 3, 4. Ich will mal weise sein und eins einlösen. Huh?
Das ist übel. Das ist übel. Vor allem, weil die geben immer wieder neue Leben. Das ist richtig übel. Die klauen uns halt KP. Aber das macht die doch, glaube ich, voll mit KP, ne? Oder hängen es da jetzt? Hallo, kommen wir nicht mal wieder aufwachen hier? Das könnte gleich mies enden. Digga, wie lange geht denn das noch so weiter? Doch scheiße. Ja, die sind alle wieder zu voll, ne? Mega scheiße. Das ist wirklich mega scheiße. Ja, die haben da wirklich wieder neue Leben. Und ich weiß auch nicht, wie man die alle blockt. Das reicht das nicht. Weißt du, jetzt sind 2 von 3 wieder. Das gibt's da erst nicht hier, ey. Die Dinger sind ja mal wirklich mega. Mega belastend. Das ist taktisch, dass es sinnvoll war. Ich weiß es nicht. Weil es hat das Ding wieder 2 Leben. Aber das hat wenigstens keine neuen mehr bekommen. Also ist okay. Also wir können das Ding mit einem Hammer niedermachen. Puh, also, nee. Das war schon jetzt wirklich sehr belastend. Ich hoffe, dass es da für Münzen gibt, ey. Herzen wieder, weil das ist, ja, sehr uncool. Und da geht's auch offenkundig nicht gut. Ah, vielleicht können wir gegen die Feuerblume einsetzen. Hm. Kann man? X. Ja, nein, alles gut. Ich will nicht wieder was wissen. Ich wollte eigentlich nur nach Items hauen. Weil ich kann doch als Comprina so einen Pilz geben, ne? Jawohl. Also zumindest mal wieder 8 Leben. Mal wieder ein bisschen besser aufgestellt. Und diesen Zeiss-Dinger will ich einfach nur dran vorbei oder fliehen. Noch besser. Und auch lassen wir es nicht nochmal ein. All die Morginet. Die ist wirklich ganz schlimm. Da habe ich es draus gelehrt. Da fliehen wir einfach. So, jetzt hoffe ich nur, dass man halt in der anderen Richtung das andere Ding findet, ne? Ach komm. Ich wollte nur eins aus dem Weg gehen. Das gibt's ja nicht. Ja, komm. Der Feuerblume, ja, natürlich. Da sind wir gleich mal ganz weg hier. Ach komm, ich will doch einfach nur weg von denen. Was soll das? Ja gut, Flucht wird im Unwasser nicht, weil man es nicht gerade besser anstellt hier. Also viele dürfen mit Dingern nicht mehr kommen. Jawohl, da haben wir das Mondteil. Sehr schön, Mondschlüssel erhalten. Und jetzt ja, jetzt war klar, dass der wieder einer kommt. Und 2 sind am Battle. 4. Und ich kann nicht fliehen. Ist klar. Also. Besser ist, einen nach dem anderen wirklich komplett erstmal wegzuhauen. Habe ich jetzt gelernt.
Weil anders bringt. Jetzt ist der eine ist mal weg und dann kann ich nicht mal neu mit Leben aufsaugen. Das war auf jeden Fall immer sehr wichtig. Ich hab keine Ahnung, wie man das jetzt gesagt blockt, ne? Jedenfalls mal nicht so. Und du musst ja irgendwann die Reihenfolge an versus austauschen. So, gut. Aber dann müssen noch zwei. Sie können maximal noch ein Leben klauen. Und das haben die halt beide drei Leben. Und jetzt können wir die platt machen. Insofern. Als wir. Aus jeden Fall nochmal einen Hammer nehmen. Und wenn wir jetzt ein Item nehmen. Dann ist nämlich wieder so ein Powerblock. Dann machen wir nämlich ein Blatt und der andere verliert jedenfalls nochmal zwei Leben und hat nur noch eins. Der kann es auch maximal nur noch eins jetzt wiederholen. Was wir geblockt haben, irgendwann wir das jetzt geschafft haben. Und jetzt machen wir nämlich den mit dem Hammer einfach platt. Dann ist der auch weg. Hat gereist, jedenfalls. So. Jetzt haben wir die nämlich auch besiegt. Was halt erstens einfach war, aber wir haben es geschafft. Ah ja, die sind schon nicht so ohne. Was die da an verteilen hier. Aber wir kommen ein Pilz-Item, das ist sehr schön. Das tut man auch gleich schon einnutzen, I would say. Geben wir auf jeden Fall mal mir. Kombinator noch 8 von 10, das passt. Also puh. Nicht so ohne, aber das Wichtigste ist, wir haben unsere beiden Pilzstücke zusammen. Das ist schon sehr, sehr wichtig. Und nächsten Part. Also, was heißt Pilzstücke? Die beiden, wie heißen es? Die beiden, Schlüssel. Der Mondschlüssel, der Sonnenschlüssel. Und im nächsten Part gehen wir zurück. Also, dann erstmal zum Bürgermeister und übergeben die beiden Schlüssel. Weil ich glaube, das, was wir als nächstes machen müssen, ne? Oh, nee, mit dem Schlüssel muss man erstmal die geheime Rohre finden. Wo es dann zu, Lugardas Burg geht. Du sag mal, als wir so Lugard zum ersten Mal sahen, fiel dir da auch die Sonnen- und Mondsymbole auf. Eigentlich gar nicht. Aber okay. Die suchen wir im nächsten Part. Bis dahin sage ich, danke fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.